schönen guten Morgen aus Cusco. Die Motoren der Busse laufen. Wir fahren jetzt mal in die Stadt, in die Innenstadt, in die historische. Und die erkunden wir dann nachher zu Fuß. Und natürlich nehme ich euch mit. Angekommen im Zentrum mit Scheuklappen an den Ohren. Mercado San Pedro, eine Markthalle. Aber wir sagen. Es hat so tolle Sachen hier, aber leider für uns mit unseren europäischen Mägen fragwürdig. Schokolade. Peru ist ja das Land mit den meisten Kartoffelsorten und das ist natürlich nur ein Bruchteil von allen. Es sind welche, die man bei uns nicht findet. Ja, das ist was für Hartgesottene hier. Wir verlassen jetzt mal die Markthalle und begeben uns zum Sonnentempel. Jetzt kommen wir zum Sonnentempel. Das ist ein Gebäude, das von den Inka erbaut wurde. Die Grundmauern von dem Sonnentempel, das ist Inka-Kultur und natürlich älter als die Koloniale. Aus dem 14. Jahrhundert ist die und man beachte, wie exakt diese Steine aufeinandergesetzt sind. Und das Ganze ist erdbebensicher, konisch gebaut. Man sieht es jetzt vielleicht nicht. Und da rätselt man noch heute drüber, wie hat man das hingekriegt zu der Zeit. Und man beachte, der Stein, das ist nicht irgendwie Sandstein oder irgendwas, das ist eine Art von Granit, also richtig harter Stein und völlig exakt zugesägt, zugeschliffen irgendwie. Man weiß heute nicht, wie die das gemacht haben. Und noch ein Detail, das Ganze hält zusammen, ohne Beton, ohne Mörtel, ohne irgendwas. Einfach durch die Passform. Zum Vergleich ist das jetzt hier eine Mauer aus der Kolonialzeit. Da hat man die Steine einfach irgendwie so, ja, die sind zwar nicht schlecht, aber lang nicht so exakt. Und man hat natürlich die Fugen dann mit Mörtel ausgefüllt. Und das hier ist nicht erdbebensicher. Das ist nämlich 1800 irgendwann mal zusammengestürzt, diese ganze Anlage hier. Und man hat die dann erst nachträglich wieder restaurieren müssen und hat dann bei der Restauration diese Inka-Mauern entdeckt. Cusco galt ja bei den Inka als der Nabel der Welt. Und der Nabel der Welt, das ist genau der da. Also der Mittelpunkt des Inka-Reiches und somit der Nabel der Welt. Hier sehen wir jetzt verschiedene Steine, die für spezielle Zwecke eingesetzt wurden, um mit anderen Steinen sich zu verbinden.
Und ursprünglich da oben gab es einen Goldrand. Und das Erdbeben, das hier alles freigelegt hat, das war 1950. Dann hat man erst diese Mauern entdeckt. Vorher waren die verputzt und völlig unscheinbar. Und dann hat man gemerkt, dass sich darunter was verbirgt. Nachdem die Spanier die Inka besiegt hatten, haben die dann halt hier auf diesen Sonnentempel, auf dieses Areal, ein Kloster gebaut. Und das ist das, was man heute noch sieht. Das hier war mal ein zentraler Punkt. Das ist ein Sternentempel. Und das war mit Edelsteinen dekoriert und Gold. Natürlich ist das alles weggekommen, aber noch ein weiteres Detail. Zur Wintersonnenwende am 21. Juni scheint die Sonne genau durch diesen Schlitz. Jetzt mal der Blick auf die Inka-Mauer von innen. Und die ist innen genauso perfekt wie außen. Man sieht die Fugen fast nicht. So genau ist das gearbeitet. Und man weiß einfach nicht, mit was haben die diese Steine bearbeitet, weil alles Material außer diesen Steinen hier in dieser Gegend ist eher weicher. Es ist ein Rätsel. Hier außen setzt sich diese architektonische Perfektion weiter fort. Jetzt geht die Tour mal weiter zum Plaza de Armas, zum Hauptplatz hier in Cusco, oder wie man es richtig in Inka-Sprache ausspricht, Cusco. Ja, so ist das in Cusco. Sommerzeit ist auch Regenzeit. Also ganz trocken geht hier kein Tag über die Bühne. Das, was ihr jetzt hier nur zum Teil seht, das ist die Kathedrale. Und dann haben wir die Jesuitenkirche. Und schließlich der Plaza de Armas. Der Hauptplatz. Nach dem Stadtrundgang machen wir jetzt mal Cusco noch ein bisschen auf eigene Faust unsicher, nachdem wir noch mal kurz uns im Hotel entleert haben. Ja. Durchfall ist halt hier in Südamerika für Europäer auch eher die Regel als die Ausnahme. Aber jetzt trauen wir uns wieder auf die Straße und gehen mal Richtung Supermarkt noch zwei, drei Kleinigkeiten holen. Und auf dem Weg liegt noch ein Drohnenladen. Der einzige hier, glaube ich, in Cusco. Da schauen wir jetzt mal noch kurz vorbei, was es da für Möglichkeiten gibt für mich. Ja, man glaubt es nicht, sogar hier in Cusco gibt es eine richtige Mall. Sieht fast ein bisschen aus wie irgendwo am Flughafen. Ganz modern und schick und wie man so halt gewöhnt ist. Wow. Also das mit dem Drohnenladen war mal nix. Der war jedenfalls nicht mehr dort an dem Ort, wo die Adresse in Facebook angegeben ist. Ja, mal gucken, was wir machen. Ja, uns ist nicht nur eine Shopping Mall, sondern auch noch ein normaler Lebensmittelsupermarkt mit einer riesen Auswahl. Unglaublich, das Zeugs. Es gibt hier Sachen, die kennt man definitiv nicht. Ja, Kartoffeln in allen Variationen hier. An Kartoffeln wird es uns, glaube ich, nicht fehlen. Auf dem Rückweg vom Shopping-Tempel. Jetzt ist es 10 nach 6 und es dunkelt ein. Das geht jetzt noch eine Viertelstunde und dann ist das hier zappenduster. Da gewöhnt man sich ja irgendwie nur schwer dran. Und jetzt ist noch die helle Jahreszeit. Im Winter ist es dann hier auch um 5 dunkel. Wie in Europa. Aber eben im Sommer eine Stunde mehr hell am Abend. Mehr ist das nicht hier in Äquatornähe.